Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Budget Cuts. Und Budget Cuts ist schon länger auf dem Markt, aber es gab jetzt ein großes Update, und zwar ein Translation Update. Jetzt kann man sich mit einer Art Lupe, die man hier an diesem Werkzeug auswählen kann, kann man sich Texte anzeigen lassen in seiner eigenen Sprache, die man auswählen kann. Menü ist jetzt komplett in Deutsch. Und ja, das finde ich echt cool gemacht. Ah, hier kann man sogar reingucken. Das kann man wegschmeißen. Ja, ist ein Schleichspiel. Also wir haben so eine Pistole und müssen damit teleportieren, sage ich mal. Man kann aber, bevor man entscheidet, teleportiert man, kann man sich das hier anzeigen lassen. Das erkläre ich euch gleich oder zeige ich euch gleich mal. Und man darf halt nicht von diesen fiesen Robotern entdeckt werden. Ja, zur Story. Wir arbeiten bei Transcorp, und Transcorp stellt komplett auf Roboter um, weil die halt kostengünstiger arbeiten. Und ja, wir sind ein Auslaufmodell, und da beginnt die Story eigentlich, als auf einmal auf unserem Schreibtisch ein geheimnisvolles Objekt sich befindet. Und da fängt es halt an, und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein ins Spiel, und ich wünsche euch viel Spaß. Ja Leute, hier sind wir auch schon, und hier wird uns auch was erklärt jetzt. Drücke und halte diese kleine Taste in deiner nicht dominierenden Hand. Da können wir halt die Pistole auswählen, mit der wir teleportieren können. Hiermit können wir, mit diesem Werkzeug können wir Sachen greifen und auch schmeißen. So, jetzt zeige ich euch mal hier diese Pistole. So, jetzt seht ihr, ich kann hier mich erstmal umgucken. Der blaue Punkt ist jetzt der Punkt, wo wir eventuell hin teleportieren können, wenn wir wollen. Mit dem Trigger kann ich das nochmal revidieren. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, so. Jetzt kann ich also sozusagen in so eine Tür reingucken, ohne dass da irgendwas passiert. Ja, teleportieren wir erstmal. Das geht mit der Grip-Taste. Sollen wir hier den Lichtschalter anmachen? Das machen wir jetzt auch mal. Okay, hier ist nichts mehr Interessantes. Machen wir weiter. Da haben wir dann Laser Secure Anti-Spy Vent. Gucken wir mal hier. Ist da irgendwas? Nein. Sieht alles safe aus. Also teleportieren wir. Halte dieses Touchpad gedrückt, um dein Inventar zu öffnen. Ah. Okay, sonst noch so ein Interesse? Nee, ne? Okay, gehen wir mal weiter. Okay, wir sind in 2, drücken wir mal 6. Stop right there. Drei Stunden zuvor. Ah, genau. Zeige ich euch mal diese Lupe. Jetzt kann man sich hier so ein Blatt nehmen. Ein unausgefüllter, nee, ein ausgefüllter Urlaubsantrag. Kann man hier den auch mal? Oh nein! That's where the phrase comes from. Human nature. Did you even listen in our orientation? Okay, yes. Müssen wir jetzt hier you arbeiten ein know bisschen. Is, never come back. Are you sure? This is a positive. They have a meeting with HR. And then, Schubladen haben wir hier. Never seen Packer. Again. That is Komm mal, Packer? Nö. Okay. I do hope they're all right. So, Urlaubsanträge gibt's nicht. Ist das hier? Schrauben? Hallo, was ist das? Hallo. This pager was mailed to you. Enjoy. Okay.
Pager wird mir angezeigt, 1985. Okay, dann versuchen wir gleich mal da anzurufen. Aber wir checken jetzt nochmal hier die ganzen Schubladen, bevor wir jetzt hier irgendwie weitermachen. Der hat sich auch wieder erholt. Okay, dann rufen wir mal den 1985 an, ne? Hello, can you hear me? Ja, ich höre dich. Hi, my name is Winter, and look, we can do the cute introductions later, but you're in terrible danger. People keep disappearing around here, and I hate to tell you, but they're coming for you next. Now, I'm gonna help you get out of here, but we have to move quickly. Okay. See that locked briefcase? Hat so ein bisschen was von Matrix. Yeah, I hid the key for it on your desk. I'll fax you where to find it. Inside is the translocator. It's a special travel device that you can use to get out of the building as fast as you can. Grab the pager before you go and put it in your inventory. I'll ping you once you're clear. Now stay low and hurry. You can make it, but you have to go now. Okay, wir werden verfolgt. Schade, dass es natürlich keine deutsche Sprachausgabe ist. Also wir müssen echt jetzt hier weg. Jetzt lesen wir mal kurz die Sachen hier. Hinter der Pflanze auf deinem Schreibtisch ist ein Schlüssel. Dann kannst du die Aktentasche mit dem Translocator aufschließen. Okay, nächste. Lass dich in das andere Gebäude versetzen, finde den Fahrstuhl. Geh in Etage 3. Das bin ich. Das scheint ein Bild von Winter zu sein. Okay. Oder nervt aber. So. Hinter der Zimmerpflanze ist ein Schlüssel. Hä? Was ist denn der Translocator? Das ist der Translocator, oder? Also ich finde jetzt hier keinen Schlüssel. Also wir haben jetzt hier nicht gleich direkt geschnappt. Ja, lass mal die ab, okay. Da ist er. Da muss man aber suchen. Aber cool gemacht. Okay, da haben wir jetzt... Wie geht das jetzt? Öffne die Werkzeugauswahl, okay? Ah, cool. Ich hätte den aber lieber in der Hand, genau. So, wir müssen weg. Weg hier. Schauen wir mal hier. Oh, eine Durchsage. As more faces means my company is making more money. Only joking. Ja, die werden nicht mehr benutzt, weil es sind doch nur noch Roboter hier. After all, we are the future. Okay. Ja, die haben ja gesagt, wir müssen ins andere Gebäude und das sieht so aus, dass das hier unsere Fahrkarte ist. Okay, Autos sieht man nicht, man sieht nur Lichter. Kommen wir da rein? In diesen Lüftungsschacht? Jawohl. Und? Ah, knapp. Nochmal. Jawohl, wir sind drin. Jetzt schauen wir uns erstmal um. Okay, wir sind in so einem... Ja, in so einer kleinen Kammer, sag ich mal. Ich glaube, das Gute ist, noch ist keiner hinter uns her. Och, wie süß. Da hinten sind Kekse. kann der auch die Kekse wegsaugen? Coworker, wir sind in der Coworker. Okay, gucken wir uns nochmal. Jetzt mal gucken, ob er die findet. Ah. Du bist schlecht. Wird er böse jetzt? Nein. Cool. Okay, hier ist zu. Kann man auch nicht reinschauen.
Hier ist auch. No serving 75. The Transforms. So, da hinten liegt auch noch was auf dem Tisch. Ich kann mich auch so ein bisschen bewegen, ne? Ist das auch übersetzt? Nein. Okay, ich würde sagen, wir versuchen mal, ob wir da hinkommen. Oder ob wir da was machen können. Genau, wir sollten in den dritten Stock. Hat diese Winter auch gesagt. Fahrstuhlmusik. 2048. Okay, wir haben eine neue Pager-Nummer. Wir sollen anrufen. Da ist auch wieder ein Telefon. Jetzt gucken wir aber erstmal um die Ecke, was hier abgeht. Oh. Das sieht schon anders aus, dieser Roboter. Ja. Ich denke mal, die sind nicht so freundlich. Checken wir mal. Die Nummer nochmal. 20. Nein. 20. 4, 8. Alright, you made it. The quickest way to the exit is via the acquisitions department. But there are robots of the unfriendly kind ahead. Transcorp insists on using military-grade assault robots for supervisor duties. So efficient. Not. Use the stealth feature on the translocator to avoid alerting them. Oh, you'll need an access card. I think the manager on this floor might have one. Grab it and head to acquisitions. Good luck. Okay, checken wir mal hier. Geht zu den Übernahmen. Eventuell brauchst du eine Schlüsselkarte. Achte auf die Wachen. Acquisitions. Okay. Das ist Sicherheitsstufe 1, also da brauchen wir eine Karte. Im Vorspann hatten wir ja die schon gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir die wiederfinden können. Friends, I'm sure you've all noticed your brand new supervisor colleagues of late. So, was haben wir hier? Kommen wir da hoch? Da kann man wohl hoch. Gehen wir mal kurz hochgucken. Okay, die Tür nützt uns gar nichts. Schauen wir mal hier, was ist hier? Weiß es nicht, was uns das bringt. Oh ne, da ist ein böser Roboter, okay. Probieren wir mal mit dem Fahrstuhl. Ob das jetzt bringt, weiß ich nicht, aber okay. Wir sind im dritten. Da wird uns wahrscheinlich nichts bringen, oder? Da kommt was auf uns zu, glaube ich. Wir stellen uns mal hier hin. Colleagues, I've received a few notes about your supervisors. Da sehe ich auch schon Get Access. Any complaints will be noted with Adam. Okay, das ist ein böser Roboter. Wir versuchen mal da hinzukommen. Okay, die machen immer ein Geräusch, wenn die einen sehen. Hoffentlich kommt der jetzt nicht nach hier. Also muss jetzt ziemlich oft geduckt lang gehen. Aber wir werden jetzt hier alles durchsuchen müssen, aber hier ist erstmal gar nichts. Okay, dann zum nächsten. Da liegt was. Oh ne, komm nicht mehr hier. Da haben wir das schon. Wie cool.
anderen Stempel haben die auch gar nicht hier. So. Jetzt warte mal kurz, bis er weg ist, dann gucke ich mal ganz kurz, wo wir hin können überhaupt. Oder müssen wir zurück zum Fahrstuhl? Klar, wir können zurück zum Fahrstuhl. Da oben kommen wir nicht hin. Okay. Nee, wir müssen erstmal hier hin. Von hier aus bringt uns das gar nichts. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Okay. Der ist weg. Komm, komm, komm. Ach, was war das? Puh, okay. Dann hätten wir, glaube ich, die erste Hürde. Jetzt geht die Tür auf, steht einer. Nein, okay. Haben wir Glück gehabt. Da können wir nicht rein. Da war ja der andere Roboter. Dann müssen wir wieder hier lang. Okay, wieder hier hoch. Also immer wenn das hier kommt, dann passt die Höhe nicht oder man ist zu nah an der Wand. Das heißt, wir versuchen zu ducken und schon seht ihr, können wir auch dahin. So. Ah, wir kommen jetzt wieder direkt da, wo wir herkommen. Passend zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob der auch immer da stimmt. Ich denke nicht. Das ist, wird wahrscheinlich mit dem Update jetzt gekommen sein. Jetzt sogar ein Lichtschalter, der funktioniert. Kann man die irgendwie überraschen? Auch mit so einer Tasse oder irgendwie was kaputt machen? Ich probiere mal. Oh, man kann schlecht sehen, ne? Da steht auf jeden Fall was. Aschenbecher, Tasse. Probieren wir einfach mal. Okay, hat nicht funktioniert. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Oh, fuck. Okay, ja Leute, wie ihr gesehen habt, man sollte die nicht angreifen, die Typen. Okay, dann machen wir jetzt nochmal, was wir eben gemacht haben. Oder haben wir die... Ach, wir haben die Karte sogar, okay. Dann kommen wir einfach weiter. Zum Glück hat uns das nicht so weit nach hinten geschmissen jetzt, meine Aktion da gerade. Also bisher gefällt mir das Spiel echt gut. Was ist denn das denn hier? Man kann sie essen. Okay, was ist hier? Gucken wir uns mal kurz an. Und das ist eine blanke Glasscheibe. Hier ist noch ein Fahrstuhl, den wir aber nicht benutzen können. Da auch. Da ist eine Tür. Acquisitions, Distribution, Cybernetic. Okay. Da reicht unsere Karte nicht aus. Das heißt, wir werden hier mal probieren. Okay, jetzt kommen wir wieder. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir nicht irgendwo hinkommen, wo irgendwelche Roboter sind. Okay, hier ist hier direkt die Tür. Ja, also hier sieht es safe aus erstmal. Teleport. Okay, das sind die Türen, die man eh nicht öffnen kann. Gucken wir mal hier. Ventilation Shafts ahead. Mal gucken, ob sowas auch übersetzt ist. Nein. Okay. Die geht sogar auf die Tür. Ich drehe die ganze Zeit auf mein Kabel rum. So. Okay, hier ist auch sicher. Die Tür werden wir nicht öffnen können. Da kommen wir lang. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich ducken, oder?
Oh, da muss man echt tief runter, sowas. Kann man nicht, kann man den nehmen? Ja. Okay, warum höre ich hier Vögel zwitschern? Ja, darunter werden wir nicht kommen, oder? Warte mal. Wow, nee, das ist tief. Okay, wir sind drüber. Das ist hier ein Schleicherweg oder was? Okay, das ist ein ganz kleiner Schacht. Kann man hier sauber machen? Ah, mehr schlecht als recht. Was ist das für ein Geräusch? Muss ich das jetzt gut finden? Okay, jetzt sind wir wieder in so einer Zwischendecke. Gucken wir mal hier runter. Das verleitet echt, durch das Loch zu gucken, aber das ist ja mein Boden. Okay, das ist eine Toilette. Also das Spiel läuft echt flüssig. Da gibt es nichts zu meckern. Okay, hier sind nur Pissoirs. Kann man sogar benutzen. Ja, grafisch ist er natürlich sehr minimalistisch, aber der Spielspaß ist ja wichtig und der ist hier echt gegeben, also ich finde es echt klasse. So, nochmal gucken. Okay, sieht noch safe aus. Da hinten ist aber einer, diesen aber nicht böse zu uns, sag ich mal. Also Teleport. Defy expectations. You know, they used to hear me talk and think I was as dumb as a barrel of hair. But look at me now. Da ist ein Weihnachtsgeschenk. Hallo. Da ist eins. Okay, das nützt uns aber auch nichts mehr, ne? Also wir müssen hier rein, weil da haben wir eine Karte für. Und offen. Okay, vibriert irgendwas? 5711, okay. Boah, da sind aber große Äpfel hier. Davon gönnen wir uns einen hier. Also, wenn Schränke in VR da sind, dann muss ich da nur irgendwie reingucken. Okay, gehen wir mal zum Telefon da hinten. Kann ja auch nichts passieren. Das muss ich mir dann nochmal gucken. 5, 7, 11. 5, 7,